Er gefällt mir ausgezeichnet bisher. Meine Prognose habe ich am Anfang Unrecht getan. Und auch Michael Mays punktet, wenn auch mit Netzroller. Sie verkürzen auf 5:8. Zu 5. 2 Punkte noch. Der war es nicht. Guter Vorhand, Topspin von Jan-Uwe Waldner. Er hat wieder ins Spiel zurückgefunden. Die Belohnung: 4 Satzbälle. Um auf 2:3 zu verkürzen. Oh, die große Chance vergeben. Aber es verbleiben 3 weitere. Noch 2. Das Spiel jetzt hochklassig. Erneut die Schweden in der Halbdistanz und diesmal der Punkt für die Dänen und sie verkürzen auf Ace und Finn Tupfer. Ein Satzball noch, Aufschlag Jan-Ove Waldner. Den muss er konzentriert setzen. Das macht er, aber nicht gut genug. Jörgen Persson erwischt ihn mit der Kante und der Ausgleich. 10:10. Der nächste Punkt, entweder ein weiterer Satzball für diese beiden hier oder Matchball für die beiden Dänen. Und so ist es. 11:10. Der erste Matchball für Michael Mays und Finn Tuckfell. Tja, wer hätte das gedacht? Und da ist sie perfekt, eine weitere Überraschung im olympischen Turnier. Michael Mays und Finn Tuckfell.